Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video in meiner Themenwoche. Heute machen wir was ganz, ganz Cooles. Wir verbinden nämlich zwei Themen, die ich sehr, sehr gerne mag, ätherische Öle und Chakren. Und zwar geht es heute darum, dass ich euch zeige, wie ihr mit den Ölen die Chakren aktivieren könnt. Das könnt ihr auf zwei unterschiedliche Art und Weisen machen. Entweder geht ihr komplett alle Chakren einmal gemeinsam mit mir durch. Oder wenn ihr ein bestimmtes Chakra habt, was gestärkt werden will, mit dem ihr gerade arbeiten möchtet, dann macht ihr nur diesen Part für dieses Chakra. Und die Öle, die ihr dazu braucht, also entweder nehmt ihr, was ihr da habt, also ich nenne immer mehrere Öle für ein Chakra, oder im allerbesten Fall habt ihr das Family Essentials Kit oder wollt euch das nach diesem Video bestellen. Denn in diesem Kit habt ihr alle Öle, die ihr für dieses Video braucht, auf jeden Fall drin und könnt noch viel individueller und intuitiver entscheiden. Denn der Grund, warum ich verschiedene Öle für ein Chakra nennen werde, ist, dass ihr im Moment heraus intuitiv entscheiden könnt, welches Öl gerade das passende für dieses Chakra für euch ist. Ansonsten schaut ihr euch das Video einfach mal an und guckt mal, welche der Öle ihr da habt. Im Family Essentials Kit ist Weihrauch, Lavendel, Pfefferminz, Oregano, Deep Blue Air, En Garde, Zen Guest, Teebaumöl und Lemon. Und ja, damit macht sie es halt einfach perfekt, beziehungsweise habe ich es halt einfach auf dieses Kit abgestimmt. Ein Video übrigens, wo ich dieses Kit nochmal ganz detailgetreu vorstelle, verlinke ich euch gerne mal. Da könnt ihr euch das noch mal ein bisschen genauer angucken. Ich kann es sehr, sehr, sehr empfehlen, weil wenn man das einmal hat, ist man eigentlich erstmal versorgt. So, starten wir aber mit dem heutigen Video und starten wir mit dem Wurzelchakra. Ihr könnt das mit den Ölen auf folgende Art und Weise machen. Entweder gebt ihr die direkt auf die Stelle, an der das Chakra liegt. Das finde ich manchmal ein bisschen problematisch und umständlich, aber je nachdem, wie es für euch passt. Oder ihr schnuppert einfach an dem ätherischen Öl, an dem Fläschchen, dann habt ihr eine ähnliche Wirkung. Ganz so, wie es für euch passt. Und für das Wurzelchakra, das erste Chakra, sind die Öle, die ihr benutzen könnt, Pfefferminz, Weihrauch, Deep Blue oder das Teebaumöl. Entscheidet da ganz individuell. Und wir verbinden das immer, die Wirkung des ätherischen Öles, mit einigen stärkenden Sätzen für diese Chakren. Und das wäre beim Wurzelchakra: Ich bin in Sicherheit, ich bin zufrieden und genieße das Leben. Ablauf ist jetzt folgender. Ihr entscheidet euch jetzt intuitiv für ein Öl. Pfefferminz, Weihrauch, Deep Blue oder Teebaumöl. Tragt es jetzt entweder auf dem Wurzelchakra auf oder schnuppert einmal daran. Und während ihr daran riecht, wiederholt dreimal den Satz: Ich bin in Sicherheit, ich bin zufrieden und genieße das Leben. Ich bin in Sicherheit, ich bin zufrieden und genieße das Leben. Ich bin in Sicherheit, ich bin zufrieden und genieße das Leben. Und dann einmal tief durchatmen. Und dann gehen wir zum zweiten Chakra über, zum Sakralchakra. Und dort sind die Öle eurer Wahl Lavendel oder Deep Blue. Für das Sakralchakra tragt ihr jetzt entweder Lavendel oder Deep Blue auf oder nehmt euch ein Fläschchen zum Schnuppern, Lavendel oder Deep Blue. Und hier sind jetzt die Worte, die wir gleich dreimal wiederholen werden. Ich fühle meine eigenen Bedürfnisse und stille sie achtsam. Ich lebe meine individuelle Kreativität. Also, auftragen oder schnuppern und jetzt wiederholen wir dreimal. Ich fühle meine eigenen Bedürfnisse und stille sie achtsam. Ich lebe meine individuelle Kreativität. Ich fühle meine eigenen Bedürfnisse und stille sie achtsam. Ich lebe meine individuelle Kreativität. Ich fühle meine eigenen Bedürfnisse und stille sie achtsam. Ich lebe meine individuelle Kreativität.
Kreativität. Weiter geht es zum dritten Chakra, zum Nabelchakra. Es befindet sich ungefähr 2 Fingerbreit über dem Nabel. Und die Öle, die ihr hier verwenden könnt, sind zum Beispiel Oregano, Zitrone, Engarde, Pfefferminz oder Teebaumöl. Also entscheidet euch jetzt zwischen Engarde, Lemon, Oregano, Pfefferminz und Teebaumöl und tragt es entweder auf dem Nabelchakra auf oder nehmt euch ein Fläschchen zum Schnuppern. Und der Satz für das Nabelchakra ist: Ich agiere aus meiner inneren Kraft besonnen, ausgeglichen und mit tiefem Selbstvertrauen. Und das wiederholen wir jetzt 3-mal für das Nabelchakra. Ich agiere aus meiner inneren Kraft besonnen, ausgeglichen und mit tiefem Selbstvertrauen. Ich agiere aus meiner inneren Kraft besonnen, ausgeglichen und mit tiefem Selbstvertrauen. Ich agiere aus meiner inneren Kraft besonnen, ausgeglichen und mit tiefem Selbstvertrauen. Gehen wir weiter zum Herzchakra. Hier könnt ihr entweder Lavendel oder Oregano nutzen. Und wenn ihr das auftragt, natürlich immer mit einem Trägeröl, also Lavendel oder Oregano hier auftragen oder einmal dran schnuppern. Jetzt steht die Sonne gerade extrem, extrem ungünstig. Naja, wir werden mal gucken. Und die Sätze für das Herzchakra sind: Ich liebe mich zuerst. Ich teile meine Liebe und mein Mitgefühl mit anderen. Menschen, Kreaturen und der Natur. Ich liebe mich zuerst. Ich teile meine Liebe und mein Mitgefühl mit anderen Menschen, Kreaturen und der Natur. Ich liebe mich zuerst. Ich teile meine Liebe und mein Mitgefühl mit anderen Menschen, Kreaturen und der Natur. Ich liebe mich zuerst. Ich teile meine Liebe und mein Mitgefühl mit anderen Menschen, Kreaturen und der Natur. Gehen wir weiter zum Halschakra. Hier könnt ihr benutzen Weihrauch, Air, finde ich sehr gut, Deep Blue, Pfefferminz oder Teebaumöl. Und tragt das jetzt wieder hier auf oder ihr nehmt euch ein Fläschchen zum Riechen. Weihrauch, Air, Deep Blue, Pfefferminz oder Teebaumöl. Und die Sätze für das Halschakra sind: Ich spreche meine Wahrheit mit Klarheit und höre geduldig zu. Das wiederholen wir jetzt 3-mal. Ich spreche meine Wahrheit mit Klarheit und höre geduldig zu. Ich spreche meine Wahrheit mit Klarheit und höre geduldig zu. Ich spreche meine Wahrheit mit Klarheit und höre geduldig zu. Weiter geht es zum Stirnchakra, das ist hier das dritte Auge. Da könnt ihr verwenden Lavendel, Pfefferminz oder Air. Aber das bitte nicht direkt auftragen, vor allen Dingen nicht Air. Also Air wirklich gar nicht, das ist zu dicht an den Augen. Ihr könnt Lavendel oder Pfefferminz auftragen oder halt zum Schnuppern nehmen Lavendel, Pfefferminz oder Air. Und unsere 2 Sätze für das Stirnchakra sind: Ich sehe die Wahrheit in jedem Menschen und jedem Ding. Ich nutze meine Intuition, um zu wachsen. Das wiederholen wir jetzt 3-mal. Ich sehe die Wahrheit in jedem Menschen und jedem Ding. Ich nutze meine Intuition, um zu wachsen. Ich sehe die Wahrheit in jedem Menschen und jedem Ding. Ich nutze meine Intuition, um zu wachsen. Ich sehe die Wahrheit in jedem Menschen und jedem Ding. Ich nutze meine Intuition, um zu wachsen.
Und kommen wir jetzt zum letzten, zum siebten Chakra, dem Kronenchakra hier oben. Da müsst ihr dann entscheiden, ob ihr das halt auftragen wollt oder ob ihr auch dran riechen wollt. Die drei Öle, die ihr hier... Was ist das hier? Die drei Öle, die ihr hier verwenden könnt, sind Lemon, Weihrauch oder Deep Blue. Lemon, Weihrauch, also Weihrauch ist Frankincense oder Deep Blue. Und unsere zwei Sätze für das Kronenchakra sind: Ich verstehe den Sinn meines Daseins. Ich bin eins mit meiner Wahrheit und dem großen Ganzen. Und das wiederholen wir jetzt wieder dreimal. Ich verstehe den Sinn meines Daseins. Ich bin eins mit meiner Wahrheit und dem großen Ganzen. Ich verstehe den Sinn meines Daseins. Ich bin eins mit meiner Wahrheit und dem großen Ganzen. Ich verstehe den Sinn meines Daseins. Ich bin eins mit meiner Wahrheit und dem großen Ganzen. Und damit habt ihr jetzt euren Chakren etwas sehr, sehr Gutes getan. Wiederholt das Ritual gerne immer mal wieder, wenn ihr Lust drauf habt. Oder ihr wisst auch jetzt, wenn ihr ein bestimmtes Chakra stärken wollt, welches die passenden Öle sind, welches die passenden Sätze dafür sind. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr es gut fandet. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!